Ja, schon sehr ärgerlich, muss man sagen. Man hatte gefühlt fast die ganze Zeit das Spiel in der Hand. Und dann gibt man das so her, das tut schon ein bisschen weh. Dafür sind so Vorbereitungsspiele da. Ich glaube, wir können auch vieles Gutes mitnehmen, aber gerade an den Dingen muss man arbeiten. Ja, ja, wir haben, glaube ich, heute einen starken Kampf geliefert. Leider den Vorsprung nicht übers Ziel gebracht. Das ärgert uns jetzt sehr, aber ich glaube, es war ein erster guter Test. Vor allem am Anfang nach 0-3 Rückstand sind wir dann wirklich gut ins Spiel gekommen, haben den Ball laufen lassen, die freien Möglichkeiten gefunden und den Handball gezeigt, den wir uns auch für das Turnier vornehmen. Gut, ich glaube, wir wussten nicht so ganz, wo wir stehen. Haben jetzt heute gegen eine absolute Topmannschaft gespielt, die schon lange jetzt in der Konstellation so zusammenspielen. Deshalb ist es, glaube ich, schon gut zu bewerten, aber am Ende ist es auch nur ein Test und gibt uns natürlich ein Bild und wir können unsere Lehren daraus ziehen. Und deshalb ist genau das gewesen, was wir uns, glaube ich, davon vorgestellt haben. Sehr gutes Testspiel. Ja, ich muss sagen, hat richtig Bock gemacht, da so eine volle Halle zu sehen. Super Stimmung. Ich glaube, für alle, die hier waren, war es ein schönes Spiel. Und das macht Bock auf mehr.